Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 28. Kühlschrank, Kompressorkühlschränke. Wir haben im Sortiment mehrere Kompressorkühlschränke und es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Modelle. Wir haben 46, 56, 76 und so weiter. Dann die 8er Reihe, die 7er Reihe gibt es nicht mehr, also 47, 77 und so weiter. Und hinten gibt es eine Bezeichnung, N oder F. Es gab noch die Bezeichnung S wie Susi oder S wie Speicher. Aber wir haben den N, N ist normal, das was jeder hat zu Hause oder auf dem Boot oder im Campingplatz. Ein kleiner Kühlschrank und oben ein normales Eisfach. Das heißt, ein Eisfach, 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern, 4 Stern. Es gibt ein 1 Stern Tiefkühlfach, das ist aber nur ein Eisfach. Das reicht zum Eiswürfel produzieren. Ich kann also hier hinten Eiswürfel produzieren. Dann gibt es das 2-Sternfach, das geht dann runter, so bis minus 12 Grad. Das reicht zum Lebensmittel so eine Woche kalt oder gefroren zu halten. 3 Stern ist Tiefkühlung, mindestens minus 18 Grad. Und dann gibt es noch 4 Stern, das ist eigentlich 3 Stern plus einer. Das ist dann mit der Superfunktion, dass ich damit frosten kann. Ja, hier der ganz normale, was jeder, der sich für ein Wohnmobil-Kühlschrank interessiert, der hat Standard so ein Eisfach. Ja, das ist normaler Ausbaustandard, kleines Eisfach. Und wenn ich den Leuten den hier zeige, der hat kein Eisfach, der hat einfach nur Platz. Ist dasselbe Gehäuse, jetzt hier 38 breit, 52,5 hoch mit externer Maschine. Und hier habe ich viel Volumen. Das heißt, wenn ich ein kleines Boot habe, ist das eigentlich so bis 6 Meter, 8 Meter Standard. Dann habe ich so einen kleinen Kühlschrank und hier bringe ich die 1,5 Liter Flaschen, bringe ich dann hier zum Beispiel in die Türe und zu. Muss ich das Tabla rausnehmen, verstellen, dass ich hier mehr Platz habe. Und hier eigentlich auch, aber mir fehlt einfach dieser Platz hier, weil hier wird es eng, dass ich dann große Flaschen hier reinbekomme. Und eben, dann kommt es dazu, dass ich das Teil vielleicht nicht brauche als Tiefkühlung. So habe ich wesentlich mehr Platz im Kühlschrank. Dann gibt es auch Leute, die sagen, ich bin nicht eine Woche unterwegs, ich bin 2 Wochen unterwegs, die haben sich so einen VW-Bus gekauft, die haben dann Vanlife, die leben im Bus. Und im VW-Bus ist das auch so eine Größe, die man hat. Und hier an dieser Rückwand, da bildet sich mit der Zeit Kondenswasser. Das ist Physik, Wasser wandert immer vom höheren zum tieferen Temperaturniveau. Der Wasserdampf, der wandert hier rein, beschlägt sich, friert an und geht hier unten in diese Tropfschale. Da ist die Option, einen Schlauch zu verlängern und hinten raus. Bei diesem Kühlschrank hier, der ist ja immer unter Null. Das heißt, das Eisfach, hier habe ich noch Eiswürfelzubehör, das Eisfach ist beschlagen, das ist permanent unter 0 Grad und hier sammelt sich Eis. Also wenn ich nicht nur einen Wochenendtrip mache, sondern länger, Vanlife oder sowas, dann wird sich das beschlagen, es wird vereisen. Ich habe hier zwar eine Tropfschale, die kann ich dann leeren, aber das Eis, was hier oben ist, das wandert unter Umständen hier runter, dass ich diese Schale nicht mehr rauskriege. Und das ist dann alles zugewachsen. Geht 2, 3 Wochen. Da muss ich das ausräumen, abtauen. Und das habe ich bei dem nicht. Rinne, Schlauch, hinten runter. Und so habe ich
das Wasser entsorgt. Also für diejenigen, die lange unterwegs sind oder planen, lange zu gehen, ein Kühlschrank ohne Eisfach und dafür vielleicht für die Tiefkühlware eine zweite Kühlbox, wenn der Platz da ist, und sonst einfach auf Tiefkühlware verzichten. Punkt. Fertig. Ja, bei all diesen Schränken, die jetzt dann kommen in dieser Serie, lässt sich das Dekor auswechseln. Ich habe hier unten drei Schrauben. Ich habe sicher schon ein Video gemacht, Dekor wechseln. Ich kann den Dekor rausnehmen, ersetzen, aber der Rahmen hier bleibt schwarz. Das gibt es jetzt in der ganzen Größe, in der ganzen Serie bis zu 130 Liter. Hier sind wir bei 42. Der Kompressor ist überall ein Seco-Danfoss-Kompressor. Und so unterscheiden wir zwischen der F- und der N-Klasse. Flach für flachen Rückwandverdampfer und N für einfach normal. Den S mit Kältespeicher haben wir nicht mehr. Früher war das ein Thema, da war die Elektrik zum Beispiel auf Booten und Campern nicht so gut. Die Kühlmaschinen waren lauter. Da konnte man dann über Nacht den Kühlschrank ausschalten. Der hat weitergekühlt über den Speicher. Das war nichts anderes wie eine Speicherplatte aus den Kühltaschen. Und so hat man die Energieaufnahme auch verlagert in die Zeiten, wo man zum Beispiel Strom hat. Es gibt die Aussagen, dass der Speicherkühlschrank weniger Strom braucht, aber das ist ein Märchen. Ja, den Kühlschrank kann man auch umwandeln, aber dafür gibt es dann morgen ein Video. Hier verlinke ich euch das Video, wie ich die Türblatt ersetze. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.